So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich möchte trotzdem die Zarude Spezialforschung machen. Ich werde es diesmal in einem Speedrun machen, das heißt, ich werde immer euch die Kapitel zeigen, welche Aufgaben es gibt. Wenn was unklar ist, werde ich das erklären, ansonsten werde ich euch nur die Aufgaben zeigen und wenn ich dann jedes Mal die Belohnungen abhole, damit das Video nicht so lange geht und damit ihr trotzdem einen kleinen Speedrun habt und eine Übersicht, genau. Einmal gehen wir hier drauf. Wir haben heute schon angefangen, als wir den Genesect-Raid gemacht haben, ist leider schon ein bisschen was fertig geworden. Fange 7 verschiedene Arten von Pokémon. Fange 7 Pokémon, das könnt ihr also gleichzeitig fertig machen und mache 3 Schnappschüsse von Boden-Pokémon im Freien. Das letzte kann man vielleicht ein bisschen erklären, wenn wir ein Boden-Pokémon haben. Hammer 1. Ist Litomyph ein Boden-Pokémon? Es ist ein Gesteinskäfer, das heißt, wir brauchen ein Boden-Pokémon und dann wisst ihr ganz genau, wenn ihr ein Boden-Pokémon habt, dass ihr im Fangbildschirm auf die Kamera geht, hier ein Foto macht, dann das akzeptiert auf dem Häkchen, dann wird das Bild rübergespeichert, dann geht ihr zurück und dann habt ihr im Prinzip 3 Fotos gemacht. Also wenn ihr das 3-mal beim selben macht, geht das genauso, wie wenn ihr das bei 3 verschiedenen macht. Wir werden jetzt hier die Aufgaben lösen. Und werden dann die Kapitelbelohnung abholen. Es sind ja nur 5 Kapitel, am Ende dann ein Zarude, was eigentlich recht gut ist als Pokémon. Mal gucken, ob wir ein gutes bekommen, vielleicht sogar ein 100er. So, da haben wir das erste Kapitel abgeschlossen, aber ich möchte euch kurz noch was zeigen, und zwar das hier. Da kriecht nämlich auch was rum, ein Boden-Pokémon. Nein, das ist ein Käfer-Pokémon. Leider kann ich mit der Kamera keine scharfe Szene filmen, aber ihr seht das ja, wie das hier rumkriecht. Gerade gefunden, dicker, fetter Käfer. Jetzt holen wir kurz mal das hier ab. Da gibt es nämlich Bälle, da gibt es einen Sonnenstein, da gibt es noch eine Pokémon-Belohnung zum Abholen und auch als Kapitelbelohnung ein Pokémon. Hier ist jetzt ein Dickdar drin. Mit dem Dickdar hättet ihr eben auch die Bodenaufgabe machen können, dass ihr Boden-Pokémon fotografieren könnt. Und wie gesagt, ihr könnt direkt 3 Fotos hintereinander machen. Dann müsst ihr nicht 3 verschiedene Pokémon suchen. Obwohl ihr ja trotzdem verschiedene Pokémon für die Aufgabe gebraucht habt. Wir bewerten das auch dann gleich mal. Das haben wir bewertet. Jetzt gehen wir zur Kapitelbelohnung. Eigentlich ist Pupsi da, aber die hat sich gerade hingelegt und schläft. Und deswegen habe ich gedacht, spontan nehme ich doch das Video auf und mache das doch in einer Forschung. Rotomurf ist auch am Start. Kann man natürlich auch einen Tüten mitnehmen. Keine Ahnung, was der Käfer hier macht. Jetzt hängt er hier wieder Cliffhanger. Einfach über die Kante. Fuchtelt wild mit seinen Beinen rum. Da oben liegt noch ein halber Semmel. Vielleicht hat er sich auch überfressen. Ihm ist schlecht. So, 12, 11 und 15, das ist auch nichts, egal. Wir gucken ins zweite Kapitel und was uns da für Aufgaben erwarten. Lande 5 großartige Würfe hintereinander, 10 Pokémon vom Typ Käfer und 3 Schnappschüsse von Käfer-Pokémon im Freien. Ist jetzt gerade ein Käfer hier? Ich sehe keinen, das heißt, wir fangen Käfer, wir fangen Pokémon, melden uns gleich zurück. So, da ist auch das zweite Kapitel fertig. Das Gute ist, es sitzen überall Raupis rum. Ihr wisst, Raupi, eh mein Lieblings-Pokémon. Nehmt euch da ruhig mal einen Shiny mit, wenn ihr einen seht. Hier haben wir nochmal gelbe Bären, hier haben wir blaue Bälle. Wir müssen die Namen nicht nennen, wir müssen nur die Farben nennen, dann weiß jeder Bescheid. Ein Litomyph jetzt hier aus der Pokémon-Belohnung, was natürlich auch Shiny sein kann. Wer also noch keinen Litomyph hat, hat hier, denke ich mal, auch gute Chancen, in der Wildnis eins mitzunehmen. Oder eben auch Shiny Raupi dabei, Kiesling dabei, alles dabei. Lavitar soll es ja auch geben als Spawn, aber halt etwas seltener. Ansonsten Lavitar auch in Raids, wer da Bock hat, noch ein paar Bonbons zu sammeln. Hier, das bewerten wir auch. Wird auch immer schlechter, das sieht gut aus. Müssen wir uns auch kaum von der Stelle bewegen, weil einfach auch so viel rumsitzt überall, dass hier einfach alles hinterhergeworfen wird. Vadripje am Start. Vadripje sitzt auch häufig wild. Das ist hier ein männliches. Das könnt ihr nicht weiterentwickeln. Das weibliche mit diesem roten Dreieck in der Mitte, das könnt ihr weiterentwickeln zu Honweisel. Da muss man auch drauf achten. Das eine könnt ihr entwickeln, das andere nicht. Ihr seht das, ihr könnt nur ein Power-Up geben, weil es männlich ist. Aber das weibliche geht nochmal zu entwickeln. Gucken auch hier, was die nächsten Aufgaben jetzt sind. Beziehungsweise haben wir das überhaupt jetzt... Haben wir das denn jetzt bewertet? Das haben wir gar nicht bewertet, oder? Dann gehen wir doch mal drauf und wollen das auch noch bewerten.
13, 13, 14, okay. Ist okay, sagen wir mal. Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon, fange 30 Pokémon vom Typ Pflanze oder Käfer, mache 3 Schnappschüsse von Pflanzen-Pokémon im Freien. Und das kann ich euch jetzt hier an diesem Beispiel nochmal zeigen. Das ist im Freien, ihr drückt oben auf dieses Kamerasymbol. Dann könnt ihr jetzt fotografieren, indem ihr unten drückt. Dann bestätigt ihr rechts auf dem Haken und ihr seht, zack, ein Foto fertig, ihr drückt direkt nochmal. 2 Fotos fertig und ihr drückt nochmal, müsst halt jedes Mal wieder bestätigen, 3. Foto fertig. So einfach gehen also diese Fotoaufgaben, ohne dass ihr es eigentlich fangen müsst. Wir fangen es trotzdem, wir brauchen ja 30 Käfer oder Pflanze. Wir sehen uns gleich beim Abholen. So, wir sind jetzt im Park und ihr werdet es nicht glauben, ich stehe schon wieder an der komischen Bank, die ich damals versucht habe, 3-mal einzureichen, die nie durchging. Mittlerweile sieht die so abgefuckt aus. Jetzt steht auch noch eine andere Bank daneben. Aber dieses Schild, das war mal ein Schild mit Namen drauf. Hiltrud und Horst Walder, Pfalzdorfs, 912.2009. Die wurde mal gestiftet. Das ist irgendwie mit einem historischen Hintergrund gewesen. Und jetzt ist sie total verschmiert und verkeimt und sieht total doof aus. Ich möchte aber jetzt die Forschung weitermachen. Der Hintergrund sieht schon wieder richtig doof aus. Ich glaube, in die Richtung muss ich, da ist nämlich mehr Licht. Jetzt, wo ich hier halb am Boden kriege. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe eben 3 Lavita hintereinander gefangen, wie man hier sieht. 234, 92 und 12 WP. Wir wollen jetzt aber die Forschung natürlich wieder abholen. Haben diesmal 10 blaue Bälle, 2 Pokémon-Belohnungen hier und eine am Kapitelende. Ein wildes Kinoso erscheinen, das müsste eigentlich ein richtig knüppelroten Kreis haben. Wir werfen einfach mal drauf, ich habe ja eh nur eine Hand. 1, 2, 3, es ist trotzdem drin. Ist normalerweise richtig schwer zu fangen. Also wenn ihr mit dem Go Plus oder irgendwas gearbeitet habt, sind genau die Teile meistens geflohen. 13 Angriff ist auch wieder nicht die Welt. Holen wir mal das noch ab. Ein wildes Giflor, das sieht auf jeden Fall gut aus. Da könnte man jetzt schön das Werfen üben und vor allem, man könnte schön auf doppelte Beeren gehen, weil das ist ja die letzte Entwicklung. Gibt also dann 20 Bonbons. Wenn jetzt doppelt Bonbon-Event wäre oder irgendwas, würde das sogar 40 geben. Das ist auf jeden Fall eine Wucht. Nimmt man gerne mal mit. Giflor einfach so gefangen. 20 Bonbons, 2 XL, 500 Staub. Ist ein 93er, glaube ich. Ja, müssten 93er sein. Hau mal drauf, Kapitel Endbelohnung und die ist bestimmt nicht so krass. Das ist bestimmt jetzt wieder was Kleines, Dummes. Obwohl das Giflor eigentlich jetzt das Highlight schon gewesen wäre. Planas. Was ist Planas, Mann? Giflor war doch übelst heftig. Da ein Giflor rauszubekommen, das hätte ich getauscht. Ich hätte das Planas jetzt mitten reingepackt, aber das Giflor ans Ende dem Kapitel vom Kapitel rangefügt. Hätte ich besser gefunden, wirkt eben wuchtiger als das. Das ist jetzt eine kleine Enttäuschung danach. Braucht man ja eigentlich auch nicht. Hatte auch seinen Z-Day und alles mögliche. Miraplade, noch kein Z-Day. Ist also trotzdem irgendwie noch ein cooleres Pokémon, sowieso, weil es Generation 1 ist. Dann kommen wir ins 4. Kapitel. Weiter geht's mit besiege 6 Team Go Rocket Rüpel, fange 15 Pokémon mit Wetterverstärkung, mache 3 Schnappschüsse von Flug Pokémon im Freien. Haben wir überhaupt ein Flug-Pokémon da? Also ich sehe keins. Wenn ihr einen seht, sagt Bescheid und dann melden wir uns zurück, wenn wir die Kapitel wieder abholen. Dürfte alles kein Problem sein, ist ja eigentlich alles normal. Rüpel. Rüpel suchen, Rüpel besiegen. Wisst ihr ja selber, je nachdem, was der Satz sagt, nehmt ihr die entsprechenden Konter. So, und am Ende sind wir auch wieder hier im Park angekommen, in der Mitte, beim Iswo und Hannes Denkmal natürlich. Wir haben natürlich 6 Rüpel besiegt, das heißt, wir haben auch Krypto-Pokémon gesammelt. Und bevor ich jetzt die Belohnungen abhole, möchte ich mal kurz mehr anzeigen. Krypto. Und ab diesem Kramurks hat es angefangen. Das sind jetzt mehr als 6 Stück. Zwischendurch war noch ein Rocket Leader da. Cliff gab es da. Wir sehen aber jetzt schon, die IV sind nix. Das ist auch nix. Das ist nix. Das ist auch nix. Hätte ja sein können, man kann einen 100er erlösen. Samurzel, den gab es von Cliff, aber
Da ist, glaube ich, sogar die Shiny-Familie schon voll. Quiekel wäre auf jeden Fall ein richtig guter Kandidat, da ein dickes, fettes, großes Krypto-Mamudel rauszuhauen. Aber mit den Werten, die sind wirklich zu schlecht. Makuhita noch mitgenommen. Pion Scorer, Teddy Ursa. Wenig Angriff, aber noch weniger Verteidigung. Bringt so also eigentlich auch gar nichts. Wir gehen jetzt also hier drauf. Wir nehmen die letzten 10 Bälle mit. Wir holen die Pokémon-Belohnung ab. Und ich hoffe... Ariados? Ja, Ariados kann man mal mitnehmen, so. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Habt ihr schon mal ein wildes Ariados gefangen? Ja, nein, schreibt es mir in die Kommentare. Übrigens habe ich mir von dem Bart abrasiert. Jetzt sehe ich wieder aus wie 15, ne? Guckt ihr das an. Der muss aber drin bleiben. Wenn wir das mit dem Daumen nicht hinkriegen, müssen wir halt den anderen Finger zur Hilfe nehmen. Das war auch nur großartig. Ich schwöre, bei diesem Kreis, wenn das Genesect gewesen wäre, wäre das schon einfach fabelhaft. Bei Ariados ist es nur großartig. Das heißt, man kann Genesect eigentlich leichter fangen als Ariados. Aber Ariados, ja, der bleibt halt natürlich drin. Guckt euch den an. Ihr habt ja auch theoretisch unendlich Versuche, wenn er nicht gerade abhaut. Haben jetzt die zweite Belohnung hier. Wird das Ariados übertrumpfen? Es ist ein Smeetbo. Diesmal ohne Kostüm. Ja, der fliegt. Das ist sehr schön, dass er da oben hängt. Müssen wir halt mal ein Stück weiter werfen. Ich glaube, das war sogar... zu weit, also es war oberhalb des Kreises getroffen. Ansonsten ist Ariados, glaube ich, der bessere Encounter, weil der irgendwie viel heftiger aussieht. Smeetbo natürlich Weiterentwicklung von Raupi, aber auch keine guten EV. Alles Hildburghausen gefangen, ja, nicht auch ein Grund. Hier gibt es noch ein Knurrsp im Kapitel 4. Knurrsp auch immer sehr schön, wenn ihr natürlich hier Best Buddies und so machen wollt mit euren Kumpels. Begegnung, ein Geronimatz, was jetzt ja mittlerweile auch wieder in den Raids ist und in den Feldforschungsaufgaben, was Shiny sein kann. Vielleicht gibt es ja jemanden, der ein Shiny Geronimatz hier aus der Quest bekommen hat. Wir müssen auch nicht zielen, wir treffen ja sowieso, ist ja egal. So, 1, 2, 3. Ist der auch drin, Akku neigt sich auch schon wieder dem Ende. Pupsi hat auch schon geschrieben, sie ist wieder aufgewacht. Ich habe gesagt, jo, bin gleich zu Hause, bin auf dem Rückweg. 10, 15, 15, ist aber trotzdem immer noch zu schlecht. Und jetzt müsste eigentlich das fünfte Kapitel ja nur noch Belohnungen sein. Das heißt, wir holen hier 1000 ab, da 1000, da 1000. Müssten jetzt auf das Zarude treffen. Und ich bin gespannt, weil das ist ein mysteriöses Pokémon. Und alle mysteriösen Pokémon, die wir bisher hatten, die waren so klein mit Hut. Und sahen irgendwie putzig aus, aber nicht gefährlich. Aber Zarude... sieht einfach richtig brutal aus. Guckt euch den an. Was für ein wildes Biest, wie der mit seinen Affenpranken rumhampelt und immer wieder springt. Die Liane, die er am Arm hat, sich löst oder wieder festknotet. Das finde ich auf jeden Fall richtig genial. Und das Wichtigste, gerade wenn ihr den fangt, nehmt eine gelbe Beere. Also ihr könnt auch silberne Beeren nehmen, wenn ihr genügend habt, aber der kann nicht fliehen. Ja? Weil er nicht fliehen kann, habt ihr sozusagen unendliche Versuche. Nehmt also eine gelbe Beere, denn ihr werdet wohl nur einmal die Chance auf Zarude haben. Nehmt da also die doppelten Bonbons mit, das ist ganz wichtig. Bis ich das Video raushaue, habt ihr es zwar schon alle gefangen, sicherlich mit goldener Beere oder ohne Beere, aber ihr seht, 6 Bonbons wenigstens bekommen, mit einem Wurf, fabelhaft, im Pokédex registriert, aus Generation 8. 16 Zarude-Bonbons, Rankenhieb, Finsteraura, jetzt die Bewertung. Ich mag gar nicht hinschauen. Bei Meloetta hatte ich es gut. Meloetta hatte ich einen 98er. Nein! So. Ist das fast schlechteste Zarude, was man überhaupt aus der Quest bekommen kann? 11, 10, 11. Ist es auch so bei der Quest, dass 10, 10, 10 das Minimum ist, ja? Wer hat das beste Zarude? Schreibt mal eure IV rein, was für ein Zarude ihr bekommen habt. Ob ihr ein besseres bekommen habt, ich glaube schon, da ich glaube, keiner hat so ein schlechtes wie ich. Das war's jetzt eigentlich. Ihr seht natürlich, das Event ist noch im vollen Gange. Wilde Event-Pokémon, Event-Feldforschung, besondere Event-Raid-Bosse, Lavita zum Beispiel, Mauzi-Ballons sind zurück und Begegnungen in Go-Schnappschüssen. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Wir können aber mal kurz so ein Zarude antippen. Das ist kein wildes, ja, das ist im Beutel und da macht ihr jetzt hier einen Schnappschuss. Vom Zarude im Beutel. Dann seht ihr auch mal, was hier so abgeht. Ne? Das seid ihr.
Und irgendwie funkelt alles, aber warte mal, damit komme ich nicht klar. Das heißt, ich muss den AR-Modus ausmachen. Der AR-Modus ärgert mich nämlich immer. AR plus aus, rein, Zarude, Kamera. Jetzt müsste das so ähnlich aussehen. Genau, nur dass ich jetzt hier einfach drücken kann. Sich wieder alles halb aufhängt, aber ihr schon eigentlich Jesse und James seht, aber die irgendwie auf einem anderen Bild sind und nicht auf dem, keine Ahnung. Jesse und James sind auf jeden Fall zurück. Hier wird ein wohin genau hinterlassen, ein männliches ohne Lippenstift, das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein, wie gut war euer Zarude, schreibt mal die WP rein, ne, schreibt nicht die WP rein, schreibt die Werte rein, schreibt rein wie ich, 11, 10, 11, schreibt ihr 15, 15, 15, wenn ihr das 100er habt. Das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ja, es ist wieder rausgekommen. Jo, mal Saugräbel, du.